Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Staub. Staub ist überall in meiner Wohnung und ich werde ihn nicht los. Ein Moment mal. Dieses Video ist nur 2 Monate überfällig. Dinge, die passieren, wenn man auf einmal sein Main-Videobearbeitungsprogramm ändern muss und... Yeah. Das Ding ist, ich war im Februar mit meinen Eltern in Norwegen. Und genau wie mit euch... Allerdings waren wir diesmal in der Stadt Bergen. Etwas weiter nördlich und... definitiv kälter. Aber wir waren nicht eine ganze Woche nur in Bergen. Wir sind von da aus dann auch wieder nach Oslo gefahren. Es war schön für mich, Oslo nochmal wiederzusehen. Auch wenn einem dann alles sehr viel vertrauter vorkommt, war es am Ende doch schön, dass ich meinen Eltern diese Stadt auch mal ein bisschen zeigen konnte. Aber ey, dafür habe ich ja dieses Video hier, um euch zu zeigen, was wir in der Zeit erlebt haben. Wir haben den Fjord gesehen. Wir waren auf Bergen. Auf dem Wasser. Im Regen. Im Regen. Im Regen. Aber es hat sich eindeutig gelohnt. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ich Flugangst habe. Da muss ich irgend noch was gegen machen. Irgendwie, das wird, glaube ich, sonst später nichts mehr. Wisst ihr, als ich vor jetzt schon bald 2 Jahren in Oslo war, habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, das ist eigentlich fast wie Hamburg, nur mit weniger Baustellen und schöner. Aber Bergen? Bergen ist ein komplett anderes Level. Auch wenn wir echt Pech mit dem Wetter hatten, weil es hat fast jeden Tag geregnet, muss ich sagen, Bergen hat... echt wunderschöne Architektur. Ich bin wirklich niemand, der Ahnung von sowas hat. Oder generell Ahnung von irgendetwas hat. But hot damn. Diese Stadt hat einfach extrem viel Charakter. Wenn man einfach mal nur solche Gassen findet. Und dann ein paar Schritte weiter sowas hier? Wir haben uns auch in ein paar der Souvenirläden mal genauer umgeguckt und, ja, und das? Ich denke mal, das? Aber in dieser Stadt hätte ich mich noch so viel länger aufhalten können. Hätte mich am liebsten noch so viel weiter umgeschaut, aber es gab noch eine Tour, die wir unbedingt machen mussten. Wisst ihr, diese Fahrt auf diesem Katamaran über den Fjord war eins der Highlights dieser Reise. Und wisst ihr was? Ich lasse euch das Ganze jetzt so genießen, wie ich das genossen habe. Nur, dass ihr euch nicht den Arsch dafür abfrieren müsst, nicht so wie ich. Es war sehr kalt. In dem Sinne, hier spricht der Captain Schoschmann. Wir wünschen Ihnen auf dieser Überreise sehr viel Vergnügen. Bitte schneiden Sie sich an und springen Sie nicht über Bord.
Voss. Was hat die Deutsche Bahn mir angetan? Die Fahrt auf den Schienen von Bergen nach Oslo war wahrscheinlich die beste Fahrt, die ich in so einem Gerät jemals hatte. Wir saßen zwar 7 Stunden in dieser Bahn ohne wirkliche Zwischenstopps, wo man mal kurz rausgehen konnte und sich mal ein bisschen umschauen konnte oder sich die Beine vertreten konnte, was ich an einigen Haltestellen wirklich zu gern gemacht hätte. Weil wenn man aus Bergen rausfährt, fährt man so durch ein paar Täler. Dann fährst du durch einen Tunnel und auf einmal ist alles weiß. Du hältst in Stationen, wo Leute nur mit dem Schneemobil unterwegs sind und keinerlei Autos fahren. Und bist am Ende auch noch pünktlich? Wir sind 7 Stunden lang durch Berge, durch Höhlen, durch hast du nicht gesehen gefahren und waren am Ende pünktlich. Wie dem auch sei, jeder, der unbedingt mal nach Norwegen möchte, ich kann euch wirklich empfehlen, macht diese Fahrt von Bergen nach Oslo oder von Oslo nach Bergen. Es ist eine der wunderschönsten Strecken, die ich je gesehen habe. Ach ja, und wir waren dann auch noch ein paar Tage in Oslo und ich hab vergessen, Zeug aufzunehmen. Für mich war Oslo nochmal ein Zweitbesuch. Für meine Eltern war es das erste Mal in Norwegen. Und weil ich schon mal in Oslo war, habe ich halt gesagt, dass sie entscheiden können, was wir machen. Und meine Eltern wollten halt ein bisschen Museums-Sightseeing. Was Feines für mich. Wir haben ein paar echt interessante gesehen. Ein bisschen was kann ich euch zeigen. Ja, yeah, wie gesagt, ich habe in Oslo nicht allzu viel aufgenommen, weil, Und am letzten Tag sind wir dann mit der Color Line, also dem Schiff, mit dem ich damals schon nach Norwegen gefahren bin, wieder nach Deutschland zurückgefahren. Nur, dass diesmal das Wetter um einiges angenehmer war und ich auf der Rückfahrt nicht fast kotzen musste. Das war definitiv angenehm.
Deswegen, auf dem Schiff habe ich quasi gar nichts mehr aufgenommen, weil, falls ihr das sehen wollen würdet, das Video ist da oben von meiner letzten Norwegen-Reise. Da zeige ich euch ein bisschen mehr von dem Schiff, wo ich aufgenommen habe. Und deswegen habe ich das einfach weggelassen, weil, da. Aber ja, das war meine zweite Norwegen-Reise. Norwegen ist definitiv ein Land, was ich nochmal wieder besuchen wollen würde. Aber ich glaube, als nächstes müsste ich mir erstmal andere Ziele vorsetzen. So schön dieses Land auch ist. Aber es gibt noch ein paar andere Ziele, die ich unglaublich gerne mir angucken möchte. Windows-Sicherheit, Viren und Bedrohungsschutz. Was willst du denn jetzt von mir? Lass mich in Ruhe. Ich mache hier gerade... Ich mache hier gerade, hallo? Unhöflich. Aber es war auch schön, mit meinen Eltern zu verreisen. Es ist schön gewesen, mal nicht alleine überall unterwegs zu sein, sondern tatsächlich so diese Momente mit jemandem teilen zu können. In dem Sinne, ich klinke mich aus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, Leute.